Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 6. Ich muss gerade so lachen über mich selbst. Und zwar dieser Hammer plus 1,5, der ist wirklich gut. Der ist auch bei Andrean gelandet. Gut, dass er vorher schon mal Hammer geskillt hatte. Ihr könnt jetzt Wetten abschließen. Und zwar, wie lange werden wir es schaffen, diesen Hammer zu haben? Denn diesen Hammer kann man auch werfen. Ich gedacht, okay, cool. Kennen wir aus Ember Moon, Ember Star und Albion, dass es dort so Wurfwaffen gibt, die auch wieder zurückkommen. Der Hammer kommt nicht zurück. Und da ich grundsätzlich bei den Angriffen meistens die zweite Option wähle, dann ist der Hammer weg. Ich habe den noch ein Beastmaster aufgehoben, also wir haben einen Plan B. Aber ich glaube nicht, dass wir den lange haben werden. Und dann hatte ich beim Inventar sortieren noch so einen Aschezylinder gefunden und habe den unserem Kollegen dem Tod gegeben für nochmal irgendwie Werte oder Gold oder was auch immer. Und der meint aber dann, er kann das nicht berühren, wir müssen es selbst zurückbringen. Und hat uns den Totenschlüssel gegeben. Wahrscheinlich für die Insel der Toten. Ja gut, aber zuerst wollen wir uns mal um die Wasserpfeife für die Raupe kümmern. Ich erwarte nichts Sinnvolles von ihm. Aber wir schauen mal. So, hi. Ja, er schreibt immer noch seine Formeln. Habt ihr was zu rauchen? Ja. Habt ihr es gefunden? Hä? Ja, haben wir. Ich glaube, bei Andrean ist das gelandet. Geben. Ja, Hammer 1,5. Also der, ich weiß nicht, wie lange wir an dem haben werden, aber ja, Wasserpfeife. Vielen Dank. Paff, paff. Ah, paff, paff. Nichts geht über einen guten Zug. Jö. Ich will nicht wissen, was er da drin hat an Kraut. Sollte lieber milderes rauchen. Hehehe. Und nun etwas richtig Mildes. Möchtest du klein werden? Will ich das? Wir sagen mal ja. Dann probiert das irgendwann mal. Andrean hatte das bekommen. Entschuldigt mich, ich werde mich mal mit meiner Pfeife unter einem gemütlichen Baum verkriechen. Hehe. Ups, Rassel. Raupe verschwindet. Und das hat sich jetzt noch mehr wie Alice im Wunderland angefühlt. So, was haben wir bekommen? Andrean. Zwei rote Pilze. Den können wir irgendwie klein werden. Das war doch, glaube ich, auch bei Alice so, dass sie da irgendwas bekommen hatte, mit dem sie auch klein werden konnte. Ich weiß es nicht mehr. Okay, die Entwickler haben wohl Alice im Wunderland geliebt. Super, dann rennen wir nochmal zurück. Wie gesagt, wir haben vom Tod den Totenschlüssel gegen den Aschezylinder bekommen. Dann müssen wir jetzt zur Insel der Toten, oder? Erschreckend, aber wahr. Okay. Ich wollte gerade sagen, Spiel sei nicht so, aber wir haben nur ein paar Mücken. Okay, so, jetzt pass mal kurz auf. Andrean. So, wenn ich das Werfen wähle, dann ist das Ding weg. Wir schlagen. Gerrit. Und ich nehme hier halt meistens das zweite. Das ist zwar, glaube ich, weniger Hit, kann aber mehr Schaden machen. Ja. Wird schon irgendwie. Du solltest die Mücken einschläfern können. Gustav, hau drauf. Und Thoralf, fackel die Dinger ab und go. Also noch haben wir den Hammer. Also ich wette selbst gegen mich übrigens. Einmal ist mir das Ding ja schon entfleucht in der Pause, aber da habe ich dann wieder neu geladen. Habe ich gedacht, nee, ich gebe mir eine zweite Chance, das Ding irgendwie zu behalten. Vor allen Dingen, ich wusste es ja auch nicht. Bin ja von Albion ausgegangen. So, Hammer 1,5. Macht richtig Schaden. Wenn man ihn nicht dem Gegner an den Kopf wirft. Dann macht er nur noch einmal Schaden. Okay, wir ziehen durch die Sümpfe.
ganz konzentriert, ohne ins Wasser zu laufen und kommen in endlicher Zeit am Ausgang an. Sehr schön. Runter da um die Ecke. So, dann nochmal benutzen, Gustav. Und dann die Wasserflüglein. Und wir fliegen. So, die Insel müsste jetzt, glaube ich, der kürzeste Weg nördlich von uns sein. Müsste diese Insel sein. Nein, keine Sirenenspiel. Ich habe Angst vor denen. Nicht werfen, schlagen. Du darfst schlagen. Fenrir, du machst bitte Sprüche. Und zwar brauchen wir keine Atombombe, weil es nur eine Zeile ist. Wir hauen richtig mega Feuerball in die Runde. Du kämpfst und du haust nochmal einen Eisball hinterher. Und dann sollte hier Ruhe im Karton sein. Kommt kritisch mal irgendjemanden aus dem Leben? Oder halt auch nicht so Feuerball. Eine tot. Zwei tot. Drei tot. Unser Arsch ist gerettet. Sehr schön. Das war mir das Mana wert. Rosenblätter. Was auch immer. Gustav. Rosenblätter? Die Toteninsel, ja. Das hat uns der Tod ja schon mal gesagt, als wir vorbeigeschippert waren. Gustav, was hat's mit den Rosenblättern auf sich? Sag mal was dazu. Maximum Rosenblätter. Magische Nahrung. Könnte nochmal Ausdauer wiederherstellen sein oder so. Genau, das weiß man nicht. So, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Totenschlüssel. Gut, dass ich nochmal mit dem Tod gequatscht hatte. Kupfer, Eisen, Chrom, Feenstaub, Totenschlüssel, genau. Jupp, Funst. So, dann machen wir nochmal das Auge auf. Und irgendwie habe ich Angst. Thoralf. Geheimnis entdecken. Maximum. Und wir gehen rein. Und schauen uns um. Okay, die Tür war offen. Mein Magen knurrt. Ich habe Angst. Immer mal aufs Auge schauen. Da sind Nischen. Oh, hi. Auge sagt nichts, aber Nischen müssen durchsucht werden. Wir bleiben mal an der Wand vorbei. Dann finde ich immer wieder die Richtung. Nichts. Nichts. So, Wand. Es ist verdächtig friedlich hier. Mensch, nee, das ist nicht die Eingangstür. Wenn mich meine Sinne nicht trügen, sind wir jetzt einmal außen rum. Da kamen wir her. Und wo sollen wir hin? Ah, da. Ah, okay, da wahrscheinlich. Etwas in der seltsamen Krypta lässt euch schaudern. Vielleicht eine Vorahnung drohender Gefahr oder aber auch nur die Gewissheit, von unzähligen Toten umgeben zu sein. Und einfach beides? Okay, hier geht's weiter. Da geht's runter. Will ich das? Okay. Das wird sehr skelettig. Nein, nein, nicht werfen. Ich habe werfen gedrückt, aber ich konnte es nochmal zurückmachen. Wow. Schwein gehabt. So, du darfst schlagen, Fenrir. Atombombe. Oder wir hatten schon lange nicht mehr. Obwohl, wenn wir diesen Todesfluch von
Gustav machen, wo ich gar nicht weiß, ob der gegen Untote wirklich funktioniert. Und das geht halt auf seinen Heilmana. Und dann lieber eine Atombombe, ne? Okay. Haben wir das auch geklärt? Mein Magen knurrt wie Hölle. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, 64 Mana reicht erstmal. Gustav, du gibst uns bitte deinen Segen. Mal ordentlich. Und Thoralf, du machst eine zweite Atombombe. Nicht ganz so dolle. So, den Hammer hatten wir gerettet. Gut, dass es mehrere Gruppen waren. Und ich es direkt gesehen habe. So, Atombombe bitte, danke. So, schauen wir mal, was danach noch steht. Okay, Skelett. Okay, die können nicht so viel ab. Aber ich weiß nicht, was sie können, wenn man sie lässt. Ja, Magen ist ja gut. Ist ja gut. Gibt ja gleich was. So. Hat es irgendjemand überlebt? Segen ist raus. Okay, die zweite Atombombe. Ein Skelett hat überlebt. Nee, es hat immer. Du hast zwei Atombomben überlebt. Du Kakerlake. Okay, konzentrieren. Schlagen. Nicht werfen. Schlagen. Ja, kümmere dich einfach mal um deinen Hintern. Du darfst mit raufkloppen. Vieh kann an dem Ding nicht mehr dran sein. Denke ich mal. Nach zwei Atombomben. 14.000 Erfahrungspunkte. Und auf Flammenberge, die. Da sind wir schon lang drüber weg, aber danke, Spiel. Nix. 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 Und nix. Dann hauen wir uns mal noch gepflegt einmal aufs Ohr. Hat Funst. Machen nochmal das Auge an. Und gehen runter. Mir schlottern die Knie. Okay. Langsam vorantasten. Es geht weiter runter. Wirst du uns den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn wir da reingehen, Spiel? Das Problem hatten wir schon mal. Hier ist eine Gittertür. Halle der Toten. Haben wir diesen Totenschlüssel noch? Oder hat sich der aufgebraucht? Er hat sich wohl aufgebraucht. Okay, dann brauchen wir einen Schlüssel. Wir gehen mal von der Seite rein. Der verlorene Krieger, in Memoriam, möge er seinen Weg heimfinden. Okay, das Auge blinkt wie wild. Auf dem Altar steht eine schwarze Urne mit Aschenhäufchen. Die Asche riecht angenehm und bildet einen Kontrast zu dem sonst trüben, ruhenden Katakomben. Ah, müssen wir dort jetzt unsere Asche benutzen? Weil der Tod hat ja gesagt, wir müssen die selbst zurückbringen. Vielleicht kriegen wir dann einen Schlüssel. Wer hat denn den Zylinder? Ich glaube, Andrean hatte den. Nee. Gerrit, da Aschenzylinder. Benutzen Gerrit. Aschenzylinder. Du stellst den kleinen Zylinder voll Asche auf den Altar. Ah, das klingt so, als wäre die Tür aufgegangen.
Ja, okay. Alle der Toten. Rein da. Wir sagen mal Hallo. Spinnen. Spiel, wir sind in der Halle der Toten und du gibst uns Spinnen? Nicht werfen. Na gut, ist okay. Skelette oben, unten Spinnen. Ist recht. Du versuchst mal, ob du die Spinnen einschläfern kannst. Gustav, du gibst uns deinen Segen. Thoralf, du versuchst mal einen ordentlichen Feuerball. Und go. Spinnen, ja gut, klar, Spinnen in Gewölben, ja. Aber egal. Ja, teilweise schlafen die ein. Ja, Feuer zieht. Bringt sie aber nicht um. Doch eine tot. Segen ist raus. Hammer nochmal. Ja, haben wir gut gemacht. Hat Funst? Dann, sorry, dass wir gestört haben. Soll ich dem Auge vertrauen oder soll ich ihm nicht vertrauen? Ich vertraue ihm mal. Du glaubst etwas? Was? Ich glaube irgendwas. Das weiß man nicht. Irgendwas haben wir verpasst. So schnell kann ich jetzt wirklich nicht lesen. Und ich habe den Text extrem langsam eigentlich gestellt. Viel langsamer, als die Voreinstellungen waren. Also, ja, egal. Gustav, Segen brauchen wir nicht unbedingt. Thoralf, du darfst nochmal ein Feuerball in die Menge kloppen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und go. Ja, irgendjemand hat eine Spinne bewusstlos geschlagen. So, die Laute schläfert den Rest ein. Feuerball kokelt ein bisschen Spinnen. Man muss das stinken. Spinnen mal wieder Geschichte. Thoralf steigt auf sich hin. Du machst deine Punkte bitte in Artefakte. Und kriegst noch einen Spruch dazu. Schwächen. Sticken. Stinkbombe. Auferstehung. Zauberauge. Schlaf. Hier, das macht für mich nicht so viel Sinn. Zauberauge, ja, ist ja nur. Also da, nee, Moment mal, da kann man Karte sehen, glaube ich. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal haben. Wir nehmen Zauberauge. Da kann man irgendwie so eine Minimap irgendwas sehen. Können wir das mal bitte ausprobieren? Thoralf. Zauberauge. Mach mal ordentlich. Das sollen wahrscheinlich wir sein. Ich denke, das geht weg, sobald ich mich bewege, ne? Also das sagt jetzt nicht so wirklich viel aus. Na gut. Egal. Wir haben jetzt mehr Mana in der Kategorie. Du glaubst, Moment, du glaubst etwas? Gehört zu haben. Okay, alles klar. Haben wir das auch geklärt? Ja, ich habe irgendwas gehört. Ein paar Skelette, das kriegen wir hin. Nicht werfen. Fenrir. Schau mal, ob du die Skelette einschläfern kannst. Gustav, hau drauf. Und Thoralf macht bitte mal Magiegeschosse. Zack und go. Nee, die kann man nicht einschläfern. Sind auch Lords. Was war ein normales Skelett, das zwei Atombomben überstanden hatte? Magiegeschosse.
Egal, macht nicht so viel Schaden. Aber einer ist tot. Noch einer tot. Schlagen. Schlagen. Parier du mal, spar Steine, du darfst mit drauf kloppen und du darfst parieren, das kriegen die so hin. So geht doch. Wir ziehen weiter. Klingt wie eine schwache Stimme. Verlasst den Ort, kehrt in eure Welt zurück. Ich weiß nicht, was wir außerhalb noch tun sollen, liebe schwache Stimme. Ja, nee, wir bleiben hier. Nein, wir bleiben wirklich hier. Ich wollte nur in den Raum gucken. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier sein sollen, wollen, was auch immer. Geister. Todesfeen. Klingt übel. Das klingt nach Instant-Tod. Adrian, Mama, bitte. Sind Geister Untote? Wir versuchen das jetzt einfach mal for Science. Mal richtig Mana rein, dann haben wir das getestet. Geralt schlägt zu, Daryl schlägt zu. Fenrir, probier die Laute, aber ich glaube nicht dran. Gustav schlägt zu, Thoralf. Haut mal noch ein Feuerball hinterher. Dann schauen wir. Untote bannen. Ah, funzt. Okay, dann wissen wir das für die Zukunft. Geister sind auch Untote. Untoten denke ich halt eher so an Zombies und so ein Kram. Aber okay. Haben wir gelernt. Eine Falle fällt von der Decke. Au. 48 Schaden. Oh Gott. Au. Fenrir, ja, steckt Au. das weg. Au. Ups. Die fällt hoffentlich nicht wieder von der Decke. Wir heilen mal. Gustav. Das hat ein bisschen Aua gemacht. Fenrir. Und ich will noch immer einen Gruppenheilzauber. Das wird sich das ganze Spiel über nicht ändern. Andrea mit seinen vielen Leben. Gerrit, wow, Gerrit hat scheinbar auch viel Leben. Wir kriegen die Gruppe mal wieder nicht ganz voll, aber das will das Spiel scheinbar auch nicht. Dann heile ich mal noch selbst ein bisschen. Mach mal Fenrir voll. Die junge Dame habe ich ein bisschen Angst. So. Der Rest hält das so aus. So geht die Falle. Nee, geht nicht wieder los. Okay. Alles klar. Wir schauen weiter. Und finden mal wieder Skelette. So, schlafen ging ja nicht, ne? Dann parier mal. Gustav kämpft mit. Thoralf macht ein Feuerbällchen. Und go. So, Feuerball. War ein bisschen schwach. Aber den Rest machen die nach. Eins übrig. Schlagen, schlagen. Fenrir wartet ab. Gustav heilt bitte Gerrit, der wieder aufs Maul gekriegt hat. Und du parierst auch und go. Da war nicht mehr viel dran. Und wir ziehen weiter. Das nimmt gefühlt kein Ende.
sterbt finstere Entweihte. Ein Disco-Zombie. Was denn das? Disco-Zombie. Zombie-Wächter kennen wir von den Geistern, aber Disco-Zombie hatten wir noch nicht. Ich werfen. Geh mal auf den Disco-Zombie. Schlagen dahin Fenrir. Kämpf mal mit, wirf dem mal einen Stein an den Kopf und du darfst jetzt dann doch mal deinen Todesfluch. Wobei, ich weiß nicht, funktioniert der Todesfluch überhaupt gegen Untote? Ich würde eher sagen, nein. Wir probieren's. Stecken da mal richtig viel Mana rein und ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber dann wissen wir es. Thoralf, du machst bitte ein starkes Einfrieren auf den Disco-Zombie und go. So, for science. So. Jetzt hat er den Disco-Zombie weggekrittet. Ja, und es stinkt wieder. So, aber jetzt der Fluch. Fluch, ich will den Fluch sehen. Ich will den Fluch sehen. Gustav ist übel. Todesfluch. Ah, geht, okay. Geht gegen Untote. Alles klar. Ah, Gerrit kotzt. Gut, dann gehen wir in die Pause. Bis gleich.